heute geht's los. Also das ganze Geplänkel Ende, jetzt wird geballert, ja. Ich muss echt sagen, ich habe einen übertriebenen Puls, so. Richtig positiv aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wann ich so ein Gefühl mal hatte. Ich glaube, mit 12 war am ersten 24 Stunden dran irgendwie. Ich habe nicht so viel gepennt. Ich ziehe mich jetzt um. Ich habe die letzte Vorbereitung gemacht, so, und dann gehen wir gleich mal auf die Strecke. Und lass es einfach auf mich zukommen, ja. Brandneu, Glücksbringer. No? Just learn the track. Yeah. And that's it. Find this Ben Cooper. Go behind him. Ja, der Nico sagt, ich soll einfach jetzt einfach rausfahren, nicht auf nichts achten, einfach ballern. Nico, die Lore. Vielleicht da ein, zwei gute finden auf der Strecke, wo ich mich mehr dranhängen kann. Ja, das ist natürlich, jetzt natürlich wieder so eine Ausgangssituation. Du weißt nicht, wie alt sind deren Rad. Fahren die auch auf Gebrauchten, fahren die auf Neuen raus. Also ist egal. Ich glaube, jetzt wirklich die ersten 7 Minuten geht es einfach nur darum, Gefühl fürs Kart kriegen und die Strecke lernen. Ne? Nico hat mir jetzt nochmal zwei Sachen mitgegeben, die vielleicht bei diesen glatten Bedingungen so sind, dass ich entweder alles super schnell fahre und quer einfach Schwung mitzunehmen oder eben sauber fahren und weniger Meter. Also gar nicht versuchen quer oder so, das ist natürlich mehr mein Ding. Aber ich glaube jetzt mit den alten Rädern, ich sehe gerade, alle fahren neue, aber viele fahren neue und viele fahren auch die Felgen, die ich mitgebracht habe. Aber ja, wir schauen jetzt einfach mal. Ich glaube, die Rundenzeit ist jetzt komplett sekundär. Das zum Thema sieht gar nicht so schnell aus, ja? Exactly what I'm used to drive, yeah. Ja, ist das Gefühl? Das ist mega geil. Das macht richtig Bock so. Es ist halt viel mehr Grip, als ich überhaupt gedacht habe. Was wahrscheinlich noch dieses Leica-Ding so, ne? Also mit dem Leica war das halt jetzt wie auf Eis. So, das ging relativ schnell nach 2-3 Runden, sodass der echt Grip aufgebaut hat. Ich hatte aber auch unheimlich viel Verkehr, ne? Also ich musste unheimlich viel an vielen vorbeifahren. Motor habe ich das Gefühl gehabt, geht ganz gut, aber gut, da waren natürlich auch jetzt noch mehr so, wo du da gar nicht weißt, was die machen, ne? Aber das erste Gefühl ist richtig gut, muss ich sagen. Wir gehen jetzt mal auf die Waage gucken, was da passiert. Oh, das ist geil, ey, ich will wieder fahren. Ja, und ich war jetzt noch mal 6 Kilo zu leicht oder so. Aber die Gewichte sind schon drin, die sie gestern Abend reingemacht haben, oder? Ja, ja. Ich bin 51,5 gefahren, aber hatte auch nicht eine richtig freie Runde. Du fährst halt 6 Runden, ne? Ja, das ist halt nichts. Das ist echt wenig, ja. 2 Runden, um die Reifen einigermaßen in ein Temperaturfenster zu bekommen und dann, ja. Ja, ja. 4 Versuche, dass die Runde frei wird. Ja, genau. Vom Gefühl her, wenn du jetzt so die anderen auf der Strecke anguckst, ja, würdest du schon ein paar überholen. So, ne? Ich glaube, obenrum geht meine Karre echt ganz gut, so vom Gefühl. Wobei mich einer auch von hinten so geschoben und ich dachte so, der hat nochmal 3 PS mehr als ich, aber weiß man jetzt nicht. Ne? Wo ich jetzt halt noch gemerkt habe, so, wo es mir fehlt, ich fahre noch viel zu langsam in die Ecke rein. So, ne? Also letzte Kurve zum Beispiel, die Einfahrt ist so breit, so dermaßen breit, dass du gar nicht weißt, wo sollst du jetzt anbremsen. Und da ist so ein richtiges Schlagloch, wo das Chassis einmal aufsetzt. Und da kann ich viel schneller rein, weil der Exit so breit ist. So, und das sind so die Sachen jetzt. Da muss ich jetzt rantasten, ne? Also kann viel schneller rein. Als ich denke.
So there I'm too slow. I can go way faster because it's so Yeah, exactly. Maybe you mentioned that after the jump, you can break. Because if you break before the jump, you jump and you miss flap, you are flying. Oh, you haven't been on track yet? No. Just one session, yeah. You did already one? Yeah, yeah. Ah. So now we're trying to try it out. Okay. First of all, use the deep spot. You're all good? Nico, are you going? Let's go. Ah, das war jetzt ärgerlich. Ich musste jetzt nach 3 Runden wieder rein, weil wir kommt noch Honda dran hatten. Aber fühlt sich auch Strecke gut an. Das war, also von der Linie fühle ich mich wohl, ich fühle den Dampf unten. Das hast auch im Video gesehen. Wenn du das von außen auch gesehen hast, so aus den Ecken raus, ey, der vor mir war, ich hab's auf Video, der trifft nicht und der Exit ist nicht so gut, aber fährt mir dann weg. Ah, mal sehen. It's important. This one is also, my exit here is way better, you see? Out of the chicane. So he goes too wide now. For the right. And now he's accelerating. Yeah, okay. Wir haben jetzt im Vergaser ein bisschen was geändert, dass es ein bisschen magerer ist. Haben wir noch ein Training, oder? Zwei noch? Ja, ja. Boah, und dann war es das schon, ne? Mhm. Echt nicht viel. Die Runde mal ein bisschen pushen jetzt. Dritte Training. Das dritte, ne? Ja. Also sind wir schon fertig. Und ich habe immer jemanden, ich weiß nicht, ich bin halt jemand, ich brauche einfach mal ein paar Runden frei, um zu probieren, ne? Wenn ich die ganze Zeit jemanden um mich herum habe, dann kann ich nicht richtig pushen, so, ne? Ich meine, im Rennen muss ich's, klar. Aber jetzt erstmal, um rauszufinden, was überhaupt geht, ist das halt super schwer, wenn ich immer Karts um mich herum habe, weißt du? Ein bisschen schwer. Aber ja. Muss ich dann irgendwie so klarkommen. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass ich viele Ecken habe, wo ich noch viel schneller durch kann, so von der Kurvengeschwindigkeit her und so. Einfach mal sehen. Ich bin ziemlich happy so, nach 10 Runden, die ich bisher gefahren bin, dass ich mich so wohl fühle. Ne? Und das ist natürlich schon mal so eine erste Last von einem, ne? Dass man sich auf der Strecke gut fühlt. Und ich fühle in mir noch so, boah, ich kann noch viel mehr. Ich kann noch viel besser fahren, als ich es gemacht habe. Das ist geil, das ist echt ein gutes Gefühl. Jetzt fahre ich schon mal von vorne weg, gucken, ob ich ein paar freie Runden habe. Leider hat es ja gerade nicht geklappt, weil wir nur 3 Runden gefahren sind, wegen fehlenden Transponder. Jetzt haben wir den aber dran, der sollte jetzt auch funktionieren. Und dann, ja, hoffe ich, dass wir dann mal ein bisschen losfahren können.
For the lower revs, I'm too slow. Are you drafting with people? Yeah. Even if my exit is better, but I'm too slow. I'm losing time there. Poi hai detto 75 Corona. Dann jetzt nochmal die Übersetzung anscheinend. Dass wir ein bisschen kürzer gehen, also dass wir unten rum mehr Bums haben. Aber wir gehen jetzt hoch mit den 10, ne? The GoPro is still moving, yeah? Hey, later we change. Dennis, look. This is the engine tuner. So, I'm Dennis. What's up? I have a feeling that especially on lower reps, that the acceleration is missing, so it's not good and all that. So I see that my exit is better, but I'm losing, especially until the mid-range reps. So now you see his exit is corner entry is way worse than mine. So now he's accelerating. Right. And there, and then straight, and he's going. With the high gear now, I was expecting the gear to be smaller. I think with the high gear, the bottom is gonna be high. And the top was too cold. The top, we have to go like to like 1280, 1300. Okay. Well, with this one, it's gonna be like 1250 or so, 1240. You know, a little bit more, and I will say let's try going up, and I will go from we there. To 75. 1300 on bottom highest temperature. Okay, so we close a little bit more. He did. Okay. Der Motortuner war jetzt da, wir haben das geschildert, wir haben das auf Video gezeigt, dass wir untenrum zu wenig Qualm haben oder im mittleren Bereich. Und ja, der hat jetzt nochmal die Einstellung vom Vergaser geändert, er selber. Und jetzt machen wir nochmal, jetzt gehen wir wie gerade gesagt mit der Übersetzung nochmal ein bisschen hoch, dass wir ein bisschen unten raus besser gehen. Und ja, dann schauen wir jetzt mal im letzten Training für heute. Jens ist auch da, hast du Jens schon gezeigt? Nee, Jens hast du noch nicht vorgestellt. Jens ist auf Familienurlaub in den USA und kommt uns besuchen. Genau. Ja. Kann ich nicht alleine lassen. Der braucht ein bisschen Support. Genau, von ich brauche mentale Unterstützung. Du reichst nicht, Max. Wir brauchen mehr. Wir haben gesagt, das war so. Bei uns im Hotel ist ja hier Tätowierer. Aha. Hast du das schon erzählt? Ja. Mit der Tätowierung? Nee, das habe ich nicht. Wir haben gesagt, ich würde mich über Top 10 richtig freuen, ne? Dann haben wir gesagt, wenn ich in die Top 10 komme, lasse ich mir die Zielposition irgendwo tätowieren. In dem. Irgendwo versteckt. Ja, genau. Hier auf dem Hals. Ja. Oben auf die Pläte. Ja, oder so. Mittlerweile hast du eine Frage. Ja. Ja, geil. Da hoffe ich mal, dass die Top 10 was werden. Ja, ich hoffe, dass das Ding jetzt schneller ist. Aber sauber. We have to go, ja? Yeah? Yeah. I was like, I haven't seen this guy somewhere. Yeah, it was a Yeah. No. How is he? How are you doing? I'm very well. But where do you live in Germany? Dortmund. Breckerfeld. Borussia. Borussia. Oh, there we go. Should we do this before? No. Oh. I've never driven the tube. Never? Are you staying at the Westgate? Are you staying at your hotel, the Westgate? Oh, we'll see you later then. Hey, if the driving doesn't go very well, the party will be excellent. Okay, looking forward to it, thank you. Also das ist der Kommentator vom Sodi-Weltfinale von der Slowakei dieses Jahr. Dem habe ich natürlich dann ein paar Interviews gehabt. Ganz witzig eigentlich, ja. So, jetzt versuchen wir von hinten zu fahren. Einfach ein bisschen raushalten. Einmal wirklich pushen jetzt, so wie es Colli morgen ist. Vielleicht können wir irgendwo einen Slipstream bekommen, ein bisschen Windschatten. Ich habe gerade den letzten gemerkt, gerade letzte Runde habe ich hier und da noch Potenzial, schneller zu fahren. Unless you're not first, you always need to improve. So now we improve. Das ist schlechter als gerade. Ja. Sofort gemerkt, geht untenrum noch schlechter. Noch schlechter? Ja. Und obenrum, da ist gar keiner zu Hause. Mann, ey. Das ist echt Mist. Ich habe auch das Gefühl, dass ich vielleicht hinten zu viel Grip habe. Und ich fahre langsamer als gerade, ne? Oder? Glaube ich sogar, vielleicht sogar die gleiche Zeit wie vorher. Also ich merke richtig, in Windschatten komme ich auch gar nicht dran an die. 50,1 war die schnellste jetzt. Bei mir? Ja. Zeig mal. Ja, das ist
Ich bin eine Sekunde schneller als ich. Ja, 50,1 fahre ich. Viel, viel schneller fahre ich jetzt nicht. Also ich fahre niemals 49,6 oder so alleine. Niemals. Boah. Guck mal, da ist Jens. Lass mich rein! Scheiße, ey. On lower reps, they were like bam. On higher, I was good. Or faster than them. But I also had the feeling on others, on the higher reps, I could not close the gap in the slipstream. For me, the engine was worse than the previous heat. Yeah. But what are we doing now with the engine? So I felt especially on the left outside. I don't know, but also for me, you look slow. Yeah, it felt slow. Slower than the previous heat. And for me, I was driving better. Especially first corner. So tomorrow, the final free practice. Tomorrow, final practice, I know it's the happy hour. This is how we call it, it's happy hour. And you must be, like, qualifying, no? Yeah. War nicht so bomben. Nee, gar nicht. Ja. Ich dachte, ich habe jetzt gerade die Reifen jetzt richtig an. Habe ich richtig an. Ne? Und dann dachte ich, und dann fahre ich los, ich greife gar nicht an. Ja, es war nach den Änderungen, die ja eigentlich irgendwie vielversprechend geklungen haben, war es jetzt doch nicht besser. Wo wir einfach dann versucht haben, kürzer zu gehen, dass wir einfach ein bisschen besser aus der Ecke rauskommen. Und da wurde am Vergaser nochmal was neu eingestellt. Aber es wäre schlechter. Obwohl ich mehr Beschleunigung haben hätte müssen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Ne? So, dann haben wir mit denen gesprochen. Aber die Karre ist zu langsam. Tja, das ist erst der Tag Training vorbei. Und jetzt wird geschraubt. Ne? Jetzt wird da auf die Ursachenforschung gegangen. Was wir da mal ändern können oder so. Ne? Ich hätte nochmal mit dem Motortuner gesprochen. Aber ja. Ja, die versuchen jetzt dann heute Abend noch eine Lösung dafür zu finden. Ne? Ob wir mit einem anderen Motor starten oder ob da noch was am Vergaser verändert werden kann, wo ich keine große Hoffnung habe. Das hat ja gar nichts gebracht gerade. Nico ist auch nicht happy damit. Er sagt, er verspricht mir, dass wir für morgen was anderes haben. Und mit dem Gefühl können wir erstmal Feierabend machen für heute. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, ne, weil ich fahrerisch, glaube ich, schon auf einem guten Level bin. Zumindest irgendwo mitschwimmen zu können, wo ich anfangs gar nicht mit gerechnet habe. So Top 10 irgendwie. Ja, wir gucken, was morgen geht. Ne, morgen haben wir nochmal ein freies Training, ein abschlussfreies Training, ein Qualifying. Da weiß ich gar nicht, wie das Qualifying abläuft, ob das auch ein Rennen sein wird. Das weiß ich nicht, das muss ich morgen mal erfragen. Also kann sein, dass wir morgen schon richtig racen, ja? Was natürlich nochmal anders ist dann. Aber lasse ich mich darauf zukommen. Also dieses nervöse Gefühl, was ich heute Morgen hatte, hat sich so in ganz positive Nervosität umgewandelt jetzt. Und ja, ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute. Wir gucken mal, was wir gleich noch machen. Ob wir noch irgendwie zum Strip fahren, dann noch ein paar Shots aufnehmen, können wir ja mal gucken. Oder nicht. Jens ist ja auch noch am Start. Oder ob wir ein bisschen zocken gehen. Ich habe schon gezockt. Ja klar. Wir haben 20 reingeschmissen, hab $60 gewonnen. Hab dann von den 60 nochmal einen 10er genommen. Hab dann nochmal 30 draus gemacht. Ja, so. Anderthalb Tage Essen war drin. Ja, also wir gucken mal, was jetzt abgeht. Wir machen jetzt ganz entspannt. Super cooler Tag, ganz viele neue Eindrücke. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns später oder morgen zum nächsten Training wieder.